Und da bin ich wieder. Wir stellen uns jetzt hier dem Kampf. Einmal tief durchatmen. Und los geht's. Das wird ein harter Kampf. Okay. Wir haben bis jetzt nur ein Viech ausgelöst. Glaube ich. Nein, jetzt sind es mehrere. Immer erstmal auf einen ballern. Auf den anderen wollte ich ballern. Alter Schwede. Am Anfang sah das leichter aus. Das Viech muss ich schon mal weg. Das schießt nämlich zuerst nicht, aber es schießt daneben. Das finde ich gut. Und jetzt noch so ein Viech. War das nicht vorhin vier? Also in der letzten Folge. Ach, da ist noch eins. So. Jawohl. Das sieht gut aus. Wir haben es geschafft. Wir haben es gepackt. Das seht ihr, das eine Viech ist explodiert und das andere liegt jetzt da drüben. So habe ich das gemeint. Und coole Musik, echt. Das ist Tomb Raider 1 Musik. Die jetzt aus ist. Ist ja auch logisch, die Gegner sind tot. Sehr passend. So, das Viech ist tot. Tot, erlobt. Und wir gucken, was das uns hier bringt. Hier liegt nirgendwo was rum, deswegen denke ich, dass irgendwie im Wasser weiter liegt. Wo die Türen noch verschlossen sind. Und da Hebel sind. Für die Türen. Die ziehen wir einfach erstmal. So. Und ich weiß immer noch nicht, was jetzt oben war. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Aber wir werden das dann schon sehen. So, zweiter Hebel. Ich hoffe nicht, dass es jetzt irgendwelche Zeithebel sind. Da habe ich keinen Bock drauf jetzt. Erstmal Luft holen. Sie war mit dem Kopf bestimmt schon über Wasser eben und hat trotzdem keine Luft geatmet. Das ist typisch Tomb Raider. Das seht ihr mal hier. Guckt. Wenn ich jetzt so schwimme und jetzt mal gucke, nee, jetzt ist es nicht so. Aber wenn ihr schaut, der Kopf ist über Wasser. Okay, bei Tomb Raider 3 sieht man das besser, aber hier sieht man es eigentlich wirklich ganz gut. Der Kopf ist über Wasser und sie muss trotzdem die Luft anhalten. So viel zu Laras Intelligenz. Ja. Achso, wir haben ja keine Luft geholt, deswegen müssen wir noch Luft holen jetzt. Zack. Vorhin war sie sogar mehr über Wasser im Kopf. Als sie keine Luft bekommen hat. Und hier liegen wieder Uzi-Ladestreifen drin. Mehrere sogar. Jawohl, das gefällt mir. Aufheben, aufheben, aufheben. So ist das okay. Und da ein großes Medipack. Da hätten ja auch mehrere liegen können. Und man kriegt das alles so schön drehend angezeigt wie bei Tomb Raider 4. So. Luft holen. Ich glaube, das ist jetzt ein größerer Raum da drin. Habe ich in Erinnerung. Und ich glaube, da komme ich im Hauptraum wieder raus durch die Tür. Ich glaube, das ist einfach nur für Gegenstände hier. Wir werden es gleich sehen. Hier ist irgendwo, glaube ich, auch noch ein Hebel. Ich weiß es nicht. Und ein Medipack. Also Medipack gibt es hier wirklich genug. Wir müssen nicht sparen. Bei Tomb Raider 4 gibt es viel zu viele Medipacks. Das habe ich echt mal festgestellt. Ich bin jetzt bei der Hälfte vom Spiel bei Tomb Raider 4. Habe zwei Medipacks gebraucht. Ja, zwei Medipacks. Habe über 60 kleine und über 30 große Medipacks. Das ist ein bisschen fail bemessen. Und ich habe über 200 Schuss auf der Shotgun. Und 100 Schuss... wie heißt das? Es gibt da verschiedene Ammo bei der Shotgun. Jetzt muss ich erstmal Luft holen. Gewehrammo und andere Ammo. Ist aber gerade egal. Ich, auf jeden Fall habe ich über... Wenn man zusammenrechnet... Über 300 Schuss auf der Schrotflinte bei Tomb Raider 4. Und auch einen Haufen andere Waffen. Ich finde, dass man bei Tomb Raider 4 zu viele Gegenstände findet, die man überhaupt nicht gebrauchen kann. Da freut man sich dann nicht mehr so drüber. Aber wir sind jetzt hier bei Tomb Raider Unfinished Business Remake und nicht bei Tomb Raider 4. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt auf das Spiel. Gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Sieht mir aber nicht so aus. Ja. Hoffentlich sind das mehrere. Nein, nur eine. Leider. Die Uzi finde ich cool. Auch wenn sie hier leider ziemlich wenige Schuss hat. Und Lara hat auch einen Schuss, also passt das gut zusammen. Und jetzt sind wir wieder hier. Gut. Achso, ich glaube, wir haben woanders noch Türen geöffnet, deswegen mussten wir da hin. So, und wie kam ich jetzt da hoch? Ich glaube, von drüben, ne? Dann tauche ich, das geht schneller als schwimmen. Zack. Darüber. Und ich kann es nicht fassen, ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geguckt.
Aber ich glaube, die letzte Folge waren sogar 15 Minuten ziemlich gut. Also habe ich das im Gefühl mittlerweile. So. Darüber. Okay. Hoch. Ich weiß nicht mehr, was jetzt da oben war. Ich denke, da geht's weiter. Da komme ich nicht hoch. Das ist mir zu hoch. Oder das ist Lara zu hoch. Wenn man es genau nimmt. Hier unten kommt man wieder ins Wasser. Hier sind diese ekelhaften Adertexturen. Und wir kommen echt hoch hinaus hier. So, und hier liegen, glaube ich, auch Gegenstände oben rum wieder. Oder auch nicht. Ich erinnere mich aber an Gegenstände. Und die Tür haben wir, glaube ich, geöffnet. Genau, die Türen. Wobei eine, glaube ich, gereicht hätte zum Öffnen. Und da seht ihr schon wieder am Bild, da kommt schon wieder so ein Viech angerannt. Was wir überhaupt nichts haben wollen. So. Ich nehme mal ein Medipack, ein großes. So. Sagt sie so schön, ha. Ich weiß nicht, ob die das bei einem Kleinen auch gemacht hat. Bei manchen Spielen ist es so, dass sie nur ha sagt, wenn sie volles Leben hat. Bei den meisten aber nicht. So, da lag nämlich noch was, das hatte ich in Erinnerung. Es war nur mal in Tomb Raider 1 Unfinished Business. Oh ne, ich bin schon wieder vergiftet. Mit Sicherheit keine derzeit ekelhafte Magnum-Munition. So. Jawohl. Besoffener Lara-Zustand. Und Bug. So, hier gibt es zwei Türen, die glaube ich in denselben Raum führen. Genau. Also ist das egal, welche Tür man nimmt und man hätte auch nur eine öffnen müssen. Sollte ich das jetzt hier überblicke? Ich überblicke gerade nicht sehr viel, weil irgendwie sah jetzt höher aus, als es war. Man kann das hier überhaupt nicht einschätzen mit diesem Gift. Weil das ein dunkler Bug war. Ich finde diesen Zustand lustig. Wie besoffen. Und Lara, fühlst du dich wie an Silvester, wenn du zu viel gesoffen hast? Frohes neues Jahr übrigens. Die Folge wird wahrscheinlich Ende Januar rauskommen und ich wünsche euch jetzt ein frohes neues Jahr, weil heute der 2. Januar ist, wo ich diese Folge drehe. Und ich nehme gleich ein Medipack. Obwohl ich diesen Zustand lustig finde, weil er auch immer schlimmer wird, glaube ich. Habe ich so ein Gefühl. Und man kann nichts mehr einschätzen, ihr seht das. Weil sich das einfach total verzerrt. Jetzt will ich zu der Munition hinlaufen. Stehe davor. So, und jetzt nehme ich wirklich ein Medipack. Ein kleines und sie sagt nicht H, das wollte ich nämlich wissen. Eine 2D-Textur und das hört sich an wie Klostermusik aus Tomb Raider 2. Die jetzt schon wieder rum ist. Oh ne, der Raum. Nein. Sehr schlechte Erinnerung. Ganz, ganz schlimme Erinnerung. Und die Tür ist noch zu. Verdammt. Der Raum. Da habe ich eine so schlechte Erinnerung dran. Da habe ich auch mal ein Let's Play gesehen von Auraya 87 oder 78, ich weiß es gerade gar nicht. Die ist hier ausgerastet, das habe ich noch nicht erlebt, dass ein Let's Player so ausrastet. Das fand ich zu göttlich, wie die ausgerastet ist. Und ich weiß nicht, ob ich hier auch ausrasten werde, aber es gibt hier einen Trick. Und hier sind die Gegner ja eh dumm. Von daher denke ich, dass das hier gar nicht so schlimm sein wird. Normal, im Tomb Raider 1 Unfinished Business liegt hier überall Schrotmunition rum. Hier ist es jetzt MP-Munition. Und ich hoffe, dass ich hier nicht ausrasten muss und nicht zwei Folgen hier hänge wie die Auraya 87 heißt sie, glaube ich. So, und ich muss, glaube ich, die Dinger auflösen, genau. Ich muss die auslösen, um die Tür da hinten zu öffnen. So. Löst sich die überhaupt aus? Irgendwie lösen sie sich gar nicht aus. Und hier liegt mehr Munition rum. Jawohl. 4 auf einmal. Ich gehe jetzt hier wieder raus. Weil die Viecher sich nicht auslösen, das finde ich gut. Da muss ich auch nicht ausrasten. Nur, und die Tür ist offen. Das heißt, wir haben diese... Ich höre aber was trampeln. Wir haben diese Gegner umgangen, das finde ich super. Ich hatte echt Angst vor dieser Stelle gehabt. Ich habe mir echt gedacht, spiele ich Tomb Raider 1 Unfinished Business? Da war ein Punkt, da habe ich gedacht, die sind so schwer und das schaffe ich wahrscheinlich gar nicht. Und ich will nicht so ausrasten wie die Auraya. Oh je, jetzt kommen die doch alle nacheinander angerannt. Da wirklich ein Grund, ob ich dieses Spiel spiele oder nicht. Und da habe ich gedacht, wegen dieser Stelle spiele ich es vielleicht nicht, aber ich habe mich doch dafür entschieden. Der Vollständigkeit halber. Und eigentlich wollte ich ja nach Tomb Raider 2 ursprünglich Tomb Raider 3 spielen, da kam das Director's Cut von Tomb Raider 2 noch dazu.
Da habe ich gedacht, okay, dann spiele ich das halt danach und dann habe ich Tomb Raider 1 zum Laufen gebracht. Eher schlecht als recht, das wisst ihr ja mittlerweile. Und dann habe ich gedacht, spiele ich das halt nach Tomb Raider 1 und dann noch das Unfinished Business und jetzt habe ich mir zwei Custom Levels rausgesucht, also mit Tomb Raider 1, 3, würde ich sagen, bis ich das Let's Playe, wird es noch einige Zeit dauern. Aber das haben auch schon so viele Let's Played. Das muss ich jetzt nicht unbedingt sofort Let's Playen. Dieses Custom Level, diese zwei von Sage94 heißt der, glaube ich. Wie dieses Search for the Golden Mask, was ich euch mal kurz gezeigt habe, weil ich da einen coolen Bug hatte. Das hat, glaube ich, noch nie jemand Let's Played oder ein Commentary von gemacht oder ein Walkthrough. Deswegen bin ich der Erste, der das macht. Und das werde ich tun. Bei Tomb Raider 3 wurde ja schon tausendmal Let's Played. Gefühlte tausendmal. Aber ich werde es vielleicht trotzdem irgendwann spielen. So. Klasse. Das finde ich super, dass ich die hier alle nacheinander auslösen kann. Wenn ich hingehe zu den Eiern. Oder auch nicht. Bei Tomb Raider 1 waren die, glaube ich, gelber. Hier sind die eher giftgrün, die Eier. Oder die Viecher löse ich aus, wenn ich die Hebel ziehe. Das kann natürlich auch sein. So, Hebel Nummer 1. Ich bin froh, dass ich diese Stelle geschafft habe. Und ich habe immer noch nicht alle ausgelöst. So, jetzt wahrscheinlich. Oh je. Kann sogar sein, dass ich das Level schon in dieser Folge beende, weil ich nicht glaube, dass es noch eigentlich lang gehen wird. Gut, die Viecher habe ich jetzt nicht ausgelöst. Aber hier sind es noch mehr. Ich habe halt keine kleinen Medipacks mehr, aber ich habe ja viele Kohle. So, stirb. So, jawohl. Och, ist die Musik schön. Ich finde diese Tomb Raider 1 Musik so wunderschön. Kann ich euch gar nicht in Worte fassen. Wie ich diese Tomb Raider 1 Musik, generell Tomb Raider Musik 2 und 3 Musik ist auch wundervoll. Echt. Da muss ich Core Design echt mal loben. Also, Musikgeschmack haben sie. Sehr entspannende und herzberührende Musik, muss ich echt sagen. Und hier kommt schon wieder ein Viech. Was? Es ist keins drin, ein leeres Ei. Ein Blindgänger. Und wir gehen jetzt hier runter. Und lassen die Musik nebenbei laufen. Das ist der, auch ein Riesenvorteil an diesem Remake, dass es Musik gibt. Für mich sehr, sehr wichtig. Und im Original lag hier, glaube ich, auch was rum. So. Jawohl. Ey, die sind ja alle leer. Ich erschrecke mich jedes Mal. Ja. Hier die Adern, die brodeln. Und die Lava, die brodelt nicht. Das hätten sie umtauschen können. Dass wenigstens die Lava ein bisschen brodelt und nicht so versteinert aussieht. Ach so, das ist eine Zeittür. Oh Gott, das schaffe ich jetzt eh nicht. Ich finde das cool, dass diese Eier alle leer sind. Oder auch nicht. Neun. Medipack. Medipack. Wieso gehen die Schnellwahltasten nicht? Oh mein Gott. Ich habe gar kein kleines Medipack mehr. Ich glaube, ich habe doch eins genommen. Aber ich habe 8 große, das ist halt so. Okay, hier liegen wieder die Fetzen rum. Gut, ich speichere das jetzt hier, ohne die Viecher auszulösen. Guck, ob irgendwo was rumliegt. Wow. Erschreckt mich nicht so. Gut, das knall ich jetzt nicht ab, weil ich hier einfach nur gucken will, ob hier was rumliegt. Sieht mir aber nicht so aus. Nicht unbedingt. Hier ist doch das Level Ende. Oder? Wieso? Ganz ehrlich, wieso? Habe ich noch kein Geheimnis gefunden? Doch, ich habe ein Geheimnis gefunden. Und ich glaube, das ist im Tempel der Katze. Das wird das letzte Level dieses Let's Plays sein. Es gibt hier 4 Levels. 2 Stück noch in der Wüste. Also Ägypten. Und da gibt es, glaube ich, sehr viele. Ich glaube, 4 oder 5 Geheimnisse. Deswegen kann das durchaus sein, dass es hier nur ein Geheimnis gibt. Kann aber auch eins übersehen haben. Das ist klar. Also, wo ist der Hebel? Ich will das Level jetzt verlassen. Im Original wären wir jetzt mit dem Spiel schon durch. Weil das hier halt umgedreht ist. Und das war schlecht. Weil ich gerade Zeit voll verpennt habe. Warten wir, bis der Hebel hochkommt. So können wir uns überlegen, ja, wie viel Zeit wir haben. Aber hier bei dem Tomb Raider 1 sind die Zeittüren nicht so schwierig. Okay, ich habe jetzt wieder eine große Klappe. In diesem Custom Level sind diese Zeiten immer viel schwieriger bemessen. Aber hier ist es auch knapp.
Nur die sind halt mit schweren Sprüngen noch verbunden in den Custom Level. Und ich habe am Anfang wirklich ziemlich viel Zeit vertrödelt. Und der Vorteil ist, Lara kann hier schon sprinten. Das ist natürlich ein riesen Vorteil für uns. Oh, dieses hässliche Spiel. Okay, ich habe eh gespeichert. So, jetzt müssen wir warten, bis der Hebel wieder unten ist. Dann sprinten wir einfach. So. Sprint-Taste und zack, auf geht's. Lara, ab ins nächste Level. Nach Ägypten. Rückkehr nach Ägypten. In die Tür. Jawohl. Okay. Und das ist, glaube ich, hier schon das Levelende. Juhu. Oder ist hier noch irgendwo ein Geheimnis zu finden? Oder... ich glaube, hier ist das Levelende. Wenn ich jetzt hier durch die Tür schwimme, haben wir es, glaube ich, geschafft. Ja. Was tun wir da? Unfinished Business. Hatte ich in Erinnerung, dass das ja eine Strömung ist, wo man ins nächste Level kommt. Scheint hier aber irgendwie nicht so zu sein. Vielleicht erinnere ich mich auch einfach falsch. Ach nee, wir haben einen Übergang gemacht. Von hier nach Ägypten. Ach, das ist ja schön hier. Hey, das ist cool gemacht. Das gibt's nicht in dem normalen Spiel. Das hat der Levelbauer neu da dran gebaut, glaube ich. Ja, das finde ich echt einen coolen Übergang. Das muss ich echt mal sagen. Das ist dann logisch, dass man in die Wüste kommt. Bin ich jetzt schon? Nächsten Level? Ne, ich bin immer noch in die Hief. Cool. Das finde ich echt sehr, sehr cool. Ich weiß jetzt nicht, wo das Level endet. Ich hebe jetzt erstmal die ganzen Gegenstände auf. Wahrscheinlich, wenn ich hier in das Loch hüpfe. Hey, sehr cool. Echt, muss ich sagen. Dann gibt das Ganze auch einen Sinn, warum dieser Levelbauer das Ganze hier umgedreht gemacht hat. Erst die Atlantis-Level und dann Ägypten. Weil er von dem... ich denke, dass er von dem normalen Spiel ausgeht, das endet in Atlantis. Dass er gesagt hat, okay, ich mache in Atlantis weiter und kommt dann zurück in die Wüste. Finde ich echt sehr, sehr cool. Vor allem sieht das auch sehr schön aus hier mit Meergeräusch, obwohl hier kein Meer ist. Aber hier diese Grastexturen finde ich echt cool. Da drüben liegt eine Waffe. Granaten. Ein Granatwerfer ist das. Hier, ein Granatwerfer mit Super und Flash Ammo. Wir equippen aber erstmal die normale Ammo. Und ein Raketenwerfer. Auch ist der klein, der ist ja echt süß. Auch ist das ein süßer Raketenwerfer. Und einfach mal in den Rucksack gesteckt, ne? Ja, einfach in den Rucksack reinstecken. Ist klar. Hey, finde ich cool. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich diese wunderschöne Gegend hier jetzt verlassen. Was mir sehr weh tut. Was ich sehr schade finde. Coole Palmen übrigens. Das sind nicht so 2D-Palmen wie aus Tomb Raider 1. Ich glaube, die kommen... kommen sie denn her aus Tomb Raider 3? Ich weiß es nicht. Ich verlasse jetzt auf jeden Fall das Level. Ciao, Leute. Damit auch die Folge. Wenn ich jetzt ins nächste Level komme. Das ist einfach ein Übergang. Und jetzt komme ich bestimmt oben raus, wo man dann durch die Klapptür runter nach Ägypten fällt. I guess it's the last of those guys we'll be seeing. Habe ich nicht verstanden, Lara. I didn't notice the sound of seabirds here before. It's so peaceful. It's so peaceful, okay. It's peaceful. Und das Level ist immer noch nicht vorbei. Was ich schön finde, weil ich diese Landschaft mag. Und vielleicht hat der Levelbauer auch hier hinten irgendwo ein Geheimnis reingemacht. Leider nicht. Wäre ja zu schön gewesen. Obwohl, da hinten sieht doch so aus, als wäre da was, oder? Kommt man da hin? Ich will da hin. Ich will da hin. Schade. Und da drüben, das sah aus wie ein Atlas-Katakomben. Ich glaube, ich schaffe das Level hier nicht in der Folge. Wie das so aussieht. Aber ich will jetzt erst darüber. Da muss es doch rüber gehen. Kann mir keiner was erzählen. Schaut euch das an. Da hinten ist was bestimmt. Ach, Lara, du gehst mir am Sack. So. Darüber. Nee, der Sprung war nicht gut genug. Wie komme ich darüber? So. Jawohl. Vielleicht ist hier ja was. Oder hier ist nichts. Aber ich glaube nicht, dass der Levelbauer gedacht hat, dass man hier hin soll.
weiß nicht. Man kann es auf jeden Fall probieren. So. Okay. Ich glaube, das sieht nicht sehr gewollt aus hier. Und das ist das Levelende. Okay, ich glaube, das ist ja echt nicht geplant, dass man hier langkommt. Ja, das Level wurde hier zu Ende gebaut. Aber cool, dass es nicht ganz schwarz ist. Da ist noch ein Horizont da hinten. Ich lade das, das macht hier keinen Sinn. Hier geht's nicht weiter. Hier ist Levelende. Okay. Das kommt davon, wenn man zu viel absucht. Aber macht ja nichts. Hier ist ein Meer, was wir gehört haben. Das finde ich logisch. Und 1996 Samwer in Ägypten. Jetzt sind wir nämlich da, wo ich mir das gedacht habe, im nächsten Level. Und zwar Return to Egypt, Rückkehr nach Ägypten. Da hinten drin, wo diese zwei Katzen rausgucken, da ist ein Geheimnis. Da kümmern wir uns aber in der nächsten Folge drum. Ich sag ciao, Leute, bis zur nächsten Folge. Und ich lasse die Musik noch durchlaufen.